Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Outdoor-Kanal. Heute möchte ich das Thema Orientierung angehen, und zwar wie ihr die Himmelsrichtungen bestimmen könnt. Ich werde euch da ein paar Methoden zeigen. Die erste habe ich hier schon mal neben mir aufgebaut, weil die ist ein bisschen zeitaufwendiger. Und zwar steckt ihr da einfach einen geraden Stock in die Erde rein und markiert den Punkt, an den der Schatten fällt. Dann wartet ihr eine Zeit lang, bis der Schatten weitergewandert ist, und markiert den nächsten Punkt. Das macht ihr 2-3 Mal in der Stunde, und die markierten Punkte ergeben dann die Ost-West-Achse. Von der Ost-West-Achse könnt ihr dann Norden und Süden ableiten. So, bis der Schatten weitergewandert ist, werde ich euch jetzt noch die anderen Methoden zeigen. Eine weitere Möglichkeit, die Nord-Süd-Richtung zu bestimmen, ist mit Hilfe der Zeit. Das Beste ist, wenn ihr dazu eine analoge Uhr dabei habt. Wenn nicht, müsst ihr euch eine Uhr aufmalen oder euch die im Kopf vorstellen. Das Grundprinzip der Nord-Süd-Bestimmung ist folgende. Ihr richtet den Stundenzeiger der Analoguhr auf die Sonne auf, und dann nehmt ihr den kleineren Winkel zwischen Stundenzeiger und 12 und halbiert diesen. Auf dem halben Winkel, da liegt dann Süden. Das zeige ich euch jetzt gleich mal noch am praktischen Beispiel. Ich habe jetzt keine Analoguhr dabei, aber ich habe hier was improvisiert. Also, man erkennt es, denke ich, hier oben soll die 12 liegen. Hier haben wir 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr. Wenn wir jetzt 9 Uhr vormittags haben, dann steht der Stundenzeiger hier auf der 9 und ihr habt hier den kleineren Winkel. Wenn ihr den Winkel dann halbiert, habt ihr die Südrichtung. Wenn es jetzt nachmittags um 5 ist, dann steht der Zeiger so. Ihr richtet den Stundenzeiger Richtung Sonne aus und halbiert den Winkel, dann habt ihr Süden. Jetzt gibt es noch eine Sonderregel, und zwar ist es, wenn die Sonne vor 6 Uhr morgens aufgeht bzw. nach 6 Uhr abends untergeht, sagen wir haben jetzt 8 Uhr abends, dann steht der Zeiger so. Dann nehmt ihr nicht den kleineren Winkel, sondern den größeren Winkel. Der kleinere Winkel, der zeigt in dem Fall nämlich nach Norden, und der größere Winkel nach Süden. Wenn wir das jetzt mal praktisch umsetzen, wir haben jetzt ungefähr 6:30 Uhr. Dann stellen wir den Stundenzeiger, ja, ich schätze mal, dass hier die 7 ist, 8, 9, stellen wir zwischen 6 und 7 und richten den dann Richtung Sonne aus. Ich habe das schon mal so ungefähr gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann in der Kamera. Jo. Okay. Und dann haben wir hier den größeren Winkel, und den müsst ihr dann halbieren, für die Südrichtung zu erhalten. Wenn ihr jetzt den kleineren Winkel halbieren würdet, dann habt ihr Norden. Darauf müsst ihr Acht geben. Hier seht ihr noch eine weitere Methode, wie ihr euch Richtung Norden und Süden orientieren könnt. Und zwar habe ich diese kleine Nähnadel hier einfach magnetisiert. Ich habe meinen Outdoor-Lautsprecher dabei und habe die Nadel einfach mal kurz an die Membran gehalten. Das hat schon gereicht. Die schwimmert jetzt ein bisschen hin und her, weil es windig ist, aber die richtet sich schon immer wieder nach Norden aus. Ich kann sie mal ein bisschen anstoßen. Also man sieht, die dreht sich immer wieder in die Ausgangslage zurück, aber die wackelt ein bisschen, weil es hier sehr windig ist gerade. Ihr könnt die Nadel auch noch anders magnetisieren. Ihr könnt die zum Beispiel einfach durch euren Fließpulli durchziehen, also immer wieder in die gleiche Richtung abstreifen, das ist wichtig, und dann magnetisiert es die Nadel auch. Oder ihr könnt einfach aus einem kleinen Draht eine Spule wickeln, dann könnt ihr an eine Batterie halten und die Nadel in die Spule reinlegen, das magnetisiert die Nadel auch. Wichtig ist halt, dass die Nadel frei beweglich ist, wie hier jetzt auf dem Wasser, dass die sich ohne großen Windwiderstand ausrichten kann. Das kann man natürlich auch in Pfützen machen, das ist jetzt hier nur ein bisschen mit der Schüssel improvisiert. Pfützen im See. Wenn ihr kein Wasser habt, könnt ihr auch einfach die Nadel an der Schnur festbinden. Das geht natürlich auch. Und ja, wenn ihr auch keine Schnur habt, dann könnt ihr einfach irgendwo auf dem Boden pinkeln oder euch in die Hand pinkeln im Notfall. Und die Nadel euch dann in die Hand legen. Das geht auch.
Wenn ihr euch dann mit Kompass oder einer magnetisierten Nadel, also improvisiertem Kompass, orientiert, dann müsst ihr natürlich auch immer aufpassen, dass ihr keine metallischen Gegenstände oder Handys oder sonstige störenden Geräte in der Umgebung habt. Ich zeige euch das jetzt mal hier, das ist nur mein Messer. Wenn ich das in die Nähe der Nadel bringe, dann stört es die unheimlich. Jetzt schauen wir nochmal nach unserem Stock, den ich vorhin in die Erde gesteckt habe. Haben wir hier. Ich habe jetzt den Schatten an diesen vier Positionen hier markiert. Und wenn man diese Position verbindet, müsste sich ungefähr die Ost-West-Richtung ergeben. So in etwa. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz stimmen, weil die Sonne im Sommer eher Richtung Nordwesten untergeht statt im Westen. Überprüfen das jetzt mal kurz mit dem Kompass. Ich bin hier Zustelle. Es weicht auf jeden Fall ab. Schon ein bisschen was, so ungefähr stimmt die Richtung. Aber wie gesagt, es liegt daran, dass man jetzt abends erst den Schatten markiert haben. Wenn ihr das mittags bzw. nachmittags macht, und dann müsste das stimmen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich in der Natur nach Norden und Süden zu orientieren, ohne irgendwelche Hilfsmittel dabei zu haben. Es gibt draußen zum Beispiel Pflanzen, die ihre Blätter automatisch Richtung Norden und Süden ausrichten. Da muss man nur wissen, welche das sind. Auf die Orientierungshilfen, zu denen man keine Hilfsmittel braucht, werde ich aber nochmal im anderen Video eingehen. Ich hoffe, bei dieser Folge hattet ihr viel Spaß und wir sehen uns wieder. Macht's gut!